Im Juli 2022 hat die EU-Kommission ihre Gasimporte aus der Erbdemokratie Aserbaidschan verdoppelt. Das freut nicht nur den seit 1993 in der zweiten Generation durchregierenden Aliyev-Clan. Die offensichtlich französische Zeitung Le Canard Enchaîné hat einmal aufgelistet, wohin im Gegenzug unser schönes EU-Geld geht. Shah Deniz liegt etwa 70 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Baku im Kaspischen Meer und ist eines der größten Gasfelder weltweit. Es ist das größte Aserbaidschans. Hauptanteilseigner und Betreiber ist die britische BP mit 29,99%. 21,02% gehen an zwei aserbaidschanische Unternehmen, die Soka und SGC. 19% hält die türkische TP. Die iranische Naft Iran Intertrade Company gibt sich mit 10% zufrieden. Die restlichen 19,99% gehören dem Russen, also Lukoil. Damit finanziert die EU mit jedem Kubikmeter Gas 4 völkerrechtswidrige Kriege. Ukraine, Armenien, Syrien, Irak. Und 4 Autokratien, deren Werte mit denen der EU nur lose verbunden sein dürften. Und sie finanziert die dahinsiechende Monarchie des drolligen EU-Aussteigers Großbritannien. Aber keine Angst, es geht sogar noch dümmer. Aserbaidschan hat nämlich nicht nur mit der EU einen Vertrag geschlossen wegen Gasexport, sondern auch mit Russland wegen Gasimport. Das bedeutet, dieselbe doofe EU, die von Russland kein billiges russisches Gas mehr kaufen will, kauft dasselbe billige russische Gas, das sie von Russland nicht mehr kauft, jetzt von dem Familienunternehmen Aliyev Gas Import Export Handels GmbH und Co. KG. Um ein Vielfaches teurer, versteht sich. Das treibt die Energiepreise für EU-Firmen und Bürger in exorbitante Höhen, saniert die russische Wirtschaft, die aserbaidschanische, die britische und ruiniert unsere.